So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Wir haben wieder ein Secret Lair Drop. Diesmal wieder wunderbar mir bereitgestellt vom lieben Christoph. Danke dafür. Und wir gucken uns heute an Black is Magic, die Foil Edition. Also auch noch die Premium-Version des Premiums. Hier wie immer noch in diesen alten Cases. Ab dem Summer Drop, der jetzt aktuell noch läuft oder gelaufen ist. Egal, gibt es ja diese schmalen Cases, Gott sei Dank. Und ja, gucken wir uns mal eine der letzten alten Cases an. Wunderschön. Ah, und direkt entwertet, natürlich. Wie sich das gehört, na komm. So, weiße Case, dann wieder dieses Backpapier, Seidenpapier, wie auch immer man das nennen möchte, zum Schutz. Dann, Wizards of the Coast, haben wir hier Black is Magic Foil Edition. Black is Magic gab seine sehr große Kontroverse hier drum. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich dieses Ding aufmache, ohne wieder alles kaputt zu machen, weil diese Teile sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie einfach kacke zu öffnen sind. Und ich sehe das hier schon, das ist hierbei genauso. Und was ihr macht, ist, ihr zieht ein bisschen die Ecken und dann drückt ihr hier oben gegen diese Kante oder gegen diese Kante, dann verrutscht ihr das so ein bisschen und dann könnt ihr es rausmachen. Für alle Leute, die nicht wissen, wie man diese Dinger sonst aufmacht, weil man die sonst hier diese Lasche abreißt. Und ich glaube hier habe ich auch schon ein bisschen eingerissen. Genau, dann wunderschöne schwarze Box. Gucken wir uns mal an. Oh mein Gott. This is beautiful. Nehmen wir mal raus. Unten haben wir wie immer eine Zusatzkarte. Die lege ich auch schon mal hier rüber. Die war mal festgeklebt tatsächlich. Also ja, Box kennen wir. Ihr wisst auch, was für Karten hier drin sind. Aber ich möchte sie trotzdem mit euch durchgehen und zeigen. Vor allem möchte ich selber sie einfach mal ansehen. So, das weg. Und dann kommen wir zu den Karten. Ich bin gespannt. Ich habe schon wieder fast komplett vergessen, was drin ist. Ich kenne ein, zwei Karten, die ich mich erinnere. Und dann gucken wir uns mal an. Shalai, Voice of Plenty. 4 Mana, 3/4 fliegend. Und Kreaturen, die man kontrolliert haben. Hexproof, genau wie man selber. Lustigerweise, weil man ist ja selber ein Human und Shalai beschützt ja die Humans. Und ja. Und für 6 Mana kriegt man jede Kreatur und +1/+1 Mana. Habe ich mal im Texas gespielt eine Zeit lang. Sehr, sehr coole Karte. Sehr cool. Dann genau, der Ponder. Das ist die relevante Karte, die sich sehr viel in diesem Set hier dreht. Und ach, dieses Artwork, wunderschön. Mit der Grandma oder der Mutter, die da was beibringt. Und auch hier mit diesen drei Bällen. Diese drei Bälle aus dem Original-Ponder. Nicht aus dem Original, doch. Also aus dem Nicht-Laruvine-Ponder. So ist es richtig. Sehr, sehr cool. Auch der Ponder-Magier hat ja auch diese drei Dinger. Richtig cool. Und ja, Ponder muss ich euch nicht erklären. Denke ich nicht. Dafür seid ihr hier auf einem Legacy-Channel. Dann haben wir Cultivate, wo sie hier so einen kleinen Black Lotus heranzüchten. Sehr, sehr süße Karte. Wird halt leider fast nirgends mehr gespielt. 3 Mana Sorcery. Wir suchen unser Deck nach 2 Standardländern, legen 1 getappte Spiel und 1 nehmen auf die Hand und dann mischen wir unser Deck. Ja, das ist ein ganz süßes Bild. Dann Kaya Ghost Assassin. Ich liebe dieses Artwork, weil es dieses Comichafte von Ikoria hatte und ich finde das großartig. 4 Mana, 5 Marken. Wir exilen sie selber oder bis zu eine andere Kreatur und bringen sie dann unter der Kontrolle ins Spiel wieder zurück. Nächsten Endstep. Und wir verlieren dann 2 Leben. -1, jeder Gegner verliert 2 Leben, wir kriegen 2 Leben. Und -2, jeder wirft eine Handkarte ab und wir ziehen eine Karte. So. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Dann haben wir, stimmt, der 5 Mana Teferi war ja auch drin. Richtig nice Artwork. Hier mit Teferi, mit seiner Tochter, die wir auch schon als Karte haben. Nami, ich würde mich blamieren, wenn ich jetzt aus dem Kopf den Namen seiner Tochter vorsagen muss. Es tut mir leid. Ihr könnt mir den ja bitte mal in die Kommentare schreiben, damit ich nicht ganz so doof aussehe. 5 Mana, 4 Marken, +1, draw eine Karte und dann tappt man Endstep 2 Länder. -3, wir legen ein Nichtland-Permanentes oben aufs Deck. Als drittes von oben, so ist richtig. Und -8, wir kriegen ein Emblem. Was ich sehr, sehr, sehr cool finde, was auch bei einigen Sachen getan wurde, was mir jetzt erst auffällt, ist, oh, der Rand hier unten wurde tatsächlich etwas extended. Beim Cultivate ist hier noch dieser schwarze Rand mit drin, beim Ponder auch, bei Shalai auch, aber bei den Planeswalkern, hier sieht man ihre Füße. Bei den Planeswalkern wurde komplett auf diesen unteren Rand verzichtet, auf diesen Horizon-Rand, wie man auch immer nennen möchte. Ja, da muss man halt sagen, das ist
Sehr, sehr cool. Und dann haben wir, der Solring. Der Solring ist Every Beat Tells a Story. Dieser Flavortext. Und ein sehr krasses Artwork. Das ist wirklich krass. Und sehr, 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 sehr schön. Und dann haben wir ein Path of Ancestry. Die Karte sagt mir noch nicht mal was. Da ist Kaya drauf. Ich weiß jetzt nicht, wer er ist. Ist das Kaya? Nee, ist nicht Kaya. Ah, es ist sie mit ihrem Bären. Das ist Lilian. Namen sind Schall und Rauch. Ich weiß noch nicht genau, wer er ist. Auf jeden Fall kommt der getappte Spiel und tappen für einen Mana gleich der Farbe der Color-Identität des Commanders. Und wenn man Kreaturenzauber damit macht, die einen Kreaturentyp mit eurem Commander gleich hat, Scry 1, eine Art von Kommando mit Scry für Creature-Type und dann halt kommt halt getappt ins Spiel. Hätten sie auch einen Kommando nehmen können, finde ich jetzt. Ja, sehr, sehr cool. Allein die Artworks sind großartig. Auch diese kleinen Details, wie das denn bei den Planeswalker dieser Rahmen fehlt. Ich sehe jetzt keine Karte, die großartig... Nee, das ist ein Vogel. Ich dachte gerade, dass da oben wär ein Damage. Aber es ist ein Vogel. Ich sehe keine Karte, die angeschlagen ist. Das ist schon mal ganz gut. Ich sehe auch keine Karte, die um den Card gecurlt ist. Ich werde die auch gleich direkt sleeven. Und unsere Zusatzkarte, die wir noch angucken müssen. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Waren da jetzt Standardländer drin? Ich glaube, da waren Standardländer drin. Oh nein. Samut Tyrant Smasher. Jetzt die große Frage. Ist das Samut? Ich habe keine Ahnung. Samut Tyrant Smasher. Wir haben ein Shattered Glass Planeswalker. Ich dachte, die wären abgeschafft worden. 4 Mana, 5 Marken, Kreaturen, die man kontrolliert haben, Eile, minus 1 und eine Kreatur kriegt plus 1, plus 0, Eile und man darf Scry.